Mit dem Handy in der Hand das Grab eines Angehörigen oder Freundes finden. Ein Navigationssystem für den Friedhof. Das klingt zunächst etwas ungewöhnlich, aber verlaufen oder ewiges Suchen nach einem Grab, das kommt schon mal vor, weiß Alexander Schmidt von der Friedhofsverwaltung Markteckental. Die Kommune hat jetzt den in Bayern ersten digitalen Friedhofsplan ins Leben gerufen. Wir haben natürlich immer Papierpläne verwenden müssen. Das waren recht umfangreiche Papierpläne, die auch meine Vorgänger zum Großteil verwendet haben. Da musste man dann mit Bleistiften einzeichnen, die Grabräumungen oder wenn irgendwelche Gräber neu angekauft worden sind. Also zum Teil ist es so, dass bei mir in der Friedhofsverwaltung Leute anrufen, die natürlich nicht ortskundig sind, die Grabstätten suchen und nie die Möglichkeit hatten, ohne dass sie zu mir ins Büro kommen und irgendwelche alten Ausdrücke mitbekommen, das Grab auch zu finden. Und das können sie jetzt natürlich auch über diese Friedhofs-App machen, rund um die Uhr sozusagen. Zu Hochzeiten der Pandemie konnte nur eine begrenzte Anzahl von Gästen zur Beerdigung erscheinen. Wer danach für sich Abschied nehmen wollte, dem blieb nur die eigene Suche nach der Ruhestätte. In der Marktgemeinde Eckental geht das jetzt mit einem Klick. Gut, ich gehe jetzt hier mit meinem Endgerät, in dem Fall mein Smartphone, zu dem Schaukasten. Da ist der QR-Code vorhanden. Den scanne ich als allererstes ein und öffne dann erstmal die Seite. Die wird dann automatisch hochgeladen. Und dann wird mir auch direkt angezeigt der entsprechende Friedhof, in dem Fall der Friedhof Eckenheit. Die rot markierten Grabstätten sind die belegten Grabstätten und die grünen Grabstätten sind die Grabstätten, die frei sind, und kann dann hier oben über die Suchfunktion die entsprechende Person eintragen, die ich suche auf dem Friedhof. Und jetzt kann ich über diese Position, die ich jetzt hier aktiviere, meine Position auf dem Friedhof ermitteln, die jetzt dargestellt wird mit diesem Punkt, wo ich mich gerade befinde, hier unten, da an diesem Schaukasten, und kann auch ganz genau sehen, okay, wo muss ich denn überhaupt im Friedhof hin, kann dann über diesen Hauptweg anhand dieses Punktes, der mich dann zu diesem Grab leitet, die Grabstätte auch auffinden. Das Tool gibt es für alle drei Eckentaler Begräbnisstätten, wie hier in Eckenheit, in Eschenau und in Forth. Der in Bayern einmalige digitale Friedhofsplan, das Ergebnis einer langen Vorarbeit. Also wir mussten natürlich erstmal unsere ganze bestehende Software umrüsten. Wir mussten alles aktualisieren, eingeben, dann natürlich auch das ganze System prüfen. Wir haben ein ganzes Jahr lang haben wir das in der Verwaltung erstmal geprüft, bevor wir es dann wirklich umgesetzt haben und freigeschaltet haben. Wer übrigens nicht will, dass der Name des Angehörigen im digitalen Friedhofsplan auftaucht, der kann das ganz einfach bei der Gemeinde melden. Das Navi für den Friedhof, einmalig in Bayern, zunächst ungewohnt, aber nicht nur in Zeiten einer Pandemie, hilfreich.